Gut, das ist das erste Mal, dass ich von einer Demonstration vor so wenig Leuten spreche, weil im Internet sind natürlich mehr, aber keine Probleme. Dass es regnet, das ist ein gutes Zeichen, denn dieser Regen ist noch nicht privatisiert. Ein Riesenapplaus, das ist ein Regen. Finde ich super. Ich möchte an dieser Stelle nicht über Monsanto reden, da gibt es jede Menge andere Experten. Ich möchte über etwas anderes reden. Ich möchte nämlich über Marketing reden. Was hat Marketing mit dem zu tun, was wir hier tun? Eine Menge hat es damit zu tun. Denn man muss sich vorstellen, rede ich zu schnell? Nein. Wie viele Leute sind von dem, was hier besprochen wird, sind betroffen? Und wie viele sind hier? Eigentlich müssten ja alle hier sein, weil jeder muss morgens was essen und beißen irgendwelche Möhren rein, aber nicht so viele Leute sind hier. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass Leute zum Beispiel von ARD und ZDF das nicht angekündigt haben, was hier passiert. Ne? Haben sie nicht getan. So, ich habe lange für ARD und ZDF gearbeitet, über 20 Jahre, und habe dann angefangen, politische Themen zu machen. Hat mir nahegelegt, könnte ich schon machen, es dürfte nur keine Politik drin sein. Dann ginge das in Ordnung, habe es nicht gemacht, habe mich rausgeekelt. Aber ich bleibe weiterhin ein ARD-Mann, wie alle übrigens auch ihr, weil ihr müsst hier diese GEZ-Gebühren bezahlen. Also seid ihr die Reporter, Freunde? Das müsst ihr verstehen. Ihr habt ein Handy, ihr habt ein Smartphone und ihr habt das Internet zur Verfügung. Das heißt, das Informationsmonopol ist gebrochen beim Staat. Das heißt, ihr seid die Reporter, die nicht da sind, obwohl sie da sind, aber nicht kommen, weil sie nicht dürfen. Habt ihr das verstanden? Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen zum Thema Marketing. Ich bin natürlich über all die Jahre auch Soziologe geworden. Ich möchte über zwei Schlüsseltechnologien sprechen, die ganz wesentlich sind, um egal, was man ändern möchte, um das zu ändern. Das ist die Soziologie, also wie Menschen sich in der Masse verhalten, und dann über die Informationstechnologie, nämlich wie du den Menschen bespielst über die Massenmedien. Niemand von uns wäre bereit, solo als Möhre verkleidet hier durch die Gegend zu laufen. Ja? Aber in der Gruppe als Möhre geht das schon in Ordnung. Das ist wichtig. Ne? Ein Applaus für alle, die als Möhre rumlaufen. So. Also jeder andere würde sagen, machen wir doch nicht alleine lächerlich, aber kaum sind mehr als drei Leute zusammen, geht das. Das heißt, es geht deswegen, weil das, was normalerweise dazu führt, dass man sich lächerlich macht, in der Gruppe dazu führt, dass es Spaß macht. Wenn Menschen sich ändern wollen, muss die Änderung Spaß machen. Habt ihr das verstanden? Ja! Das heißt, es reicht überhaupt nicht, gegen Monsanto zu sein. Man muss auch für etwas anderes sein. Das ist der entscheidende Punkt. Und Monsanto ist ja nur ein Beispiel. Ja, mir ist Monsanto egal. Mir ist auch die Deutsche Bank egal. Mir sind auch die Atomlobby-Leute egal. Mir ist auch die Bundesregierung egal. Ich bin aus all diesen Dingen ausgestiegen, ohne auf eine politische Entscheidung zu warten. Man muss nicht darauf warten, dass Angela Merkel sagt, wir steigen aus der Atomenergie aus. Man kauft einfach keinen Atomstrom, Freunde. Man muss nicht darauf warten, dass Monsanto sagt, okay, wir bauen nur Scheiße, das wissen wir. Man kauft keine Produkte, wo Monsanto drin ist. Ganz einfach. Die Frage ist natürlich, wie weiß man das? Wie weiß man, wo Monsanto drin ist oder nicht drin ist? Dazu brauchen wir Massenmedien. Wir können uns auf die aktuellen Massenmedien absolut nicht mehr verlassen, denn die sind embedded. Das kommt aus dem Englischen und es heißt embed mit. Und wer da und embed ist, der pennt. Das muss einem klar sein. Einem muss aber auch klar sein, dass hinter diesem Embed-Sein ein System steckt. Keiner dieser Journalisten, der da draußen noch mit dem Presseausweis GEZ finanziert arbeitet, macht das, was er macht, gern, und die meisten wissen Bescheid, aber sie haben eben die nicht bezahlten BMW-Kombis. Sie haben eben die Doppelhaushälften und die Kinder auf den teuren Schulen. Und damit macht man sie erpressbar. Ich lebe ohne ein Defizit auf irgendeiner Bank. Ich bin auf einer richtigen Bank, bin bei der GLS-Bank. Die Geld packt ihr Geld nicht in irgendwelche Rüstungskonzerne. Ja? Das heißt, da kriegt man dann auch keine Zinsen, aber ich brauche auch diese Arten von Zinsen überhaupt gar nicht, okay? So, damit sind wir auch schon bei den Massenmedien. Wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Tool in den Händen. Die meisten von euch haben es ja, ein Mobiltelefon. Und ich weiß nicht, ob euch der Name Marshall McLuhan irgendetwas sagt. Ja? Lest Bücher von Marshall McLuhan. Alles, was wir heute erleben, das hat er in den 40er schon geschrieben. Das Internet ist eine digitale Atombombe. Das heißt, jeder kann sich schlau machen, und er kann der Regierung, er kann den Politikern, er kann den Konzernen widersprechen. Und das muss Spaß machen. Es ist wie diese zwei Schaubilder, die vorgeben, dasselbe zu sein, und finden den Fehler. Ja? Alles, was aus den Massenmedien rauskommt, auch was die Süddeutsche schreibt, was die Welt schreibt, was die Taz schreibt, sie alle machen Fehler, und ihr könnt diese Fehler nachweisen, geht ins Internet und macht euch schlau und kommuniziert unter anderem mit diesen sozialen Netzwerken. Die Pandora, diese Büchse, sie ist offen und ihr werdet sie nie wieder zubekommen. Alles, was ihr tun müsst, ihr müsst vernetzt arbeiten und ihr müsst aufhören, euch steuern zu lassen durch ein ganz, ganz wesentliches Tool. Man spricht euch nämlich ab, dass es ohne Atomlobby nicht geht, ohne die großen Energiebetreiber, dass es ohne Monsanto nicht geht, dass es ohne die Deutsche Bank nicht geht, und das stimmt ja gar nicht. Das heißt, das Erste, was ihr verlieren müsst, ist die Angst davor, dass es eine Alternative gibt. Genau. Damit macht man euch fertig. Man jagt euch Angst ein, und deswegen, ich nenne jetzt mal einen Namen und ihr fangt einfach an zu lachen. Ihr müsst einfach diesen Nimbus wegnehmen. Ihr müsst die lächerlich machen. Ich sag den Namen und ihr müsst einfach drüber lachen. Ich sag mal Monsanto. Das ist ein ganz lächerlicher Laden. Das sind ganz wenige Menschen, die uns alle versuchen zu kontrollieren. Es geht um Kontrolle. Ich sag mal Deutsche Bank. Oder Kraus Maffei. Das alles nicht. Und das ist das Erste. Geht auf die Straße und lacht darüber. Ich weiß nicht, wer am 23. September zur Wahl
geht und irgendeinen von diesen Nasen wählt, Freunde, das ist eine Witzveranstaltung. Ein Plakat mit einem Politiker drauf ist eine abgedruckte Phishing-Mail. Ja? Da steht oben drüber, bitte rettet meinen Arbeitsplatz, also den von Steinmeier und Co. Es geht nicht um euch, ist alles Quatsch. Ja? Das habt ihr doch verstanden. Das heißt, wenn man sich auf diejenigen nicht mehr verlassen kann, die angeblich die Volksvertreter sind, aber nur die Industrie vertreten, dann müssen wir uns eben wieder selber vertreten. Und dazu brauchen wir auch nicht diese Art von Parlament, die brauchen wir nicht. Ich bin nicht gegen Parteien, bin ich nicht nur. Parteien sind wieder Menschen in der Gruppe, die Parteien sind. Und wenn ich das alles nach Brüssel verlagere, ja, dann brauche ich nur noch 2-3 Leute zu bestechen, die uns dann einseifen. Wir alle wissen doch, dass das Grütze ist, was man uns erzählt. Warum lesen wir das? Warum schalten wir das ein? Warum diskutieren wir darüber, wie die uns belügen? Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir es anders machen können. Richtig. So, und das ist der Punkt, an den ich irgendwann gekommen bin. Ich habe keinen Bock mehr darauf zu warten, dass irgendein Joschka Fischer sich besinnt und ich ihm nachweise, dass er ein korrupter Sack ist. Das weiß ich. Okay? Das weiß ich inzwischen, ja? Und es reicht doch nicht, enttäuscht zu sein. Man kann sich nur selber täuschen, ja? Man muss sich dann die Frage stellen, okay, wie ändere ich das? Indem ich einfach mit Gleichgesinnten spreche, dann ist man immer erst Verschwörungstheoretiker. Ja, super, das war früher investigativer Journalist, das ist heute eine Ehrenbezeichnung, das zu sein, ja? Danke. So. Und dann sagt man zu seinen Kindern, es gibt ja noch Leute, die tatsächlich Kinder bekommen und nicht mit diesem Ding, ja, in diese Welt möchte ich keine Kinder setzen, damit ich nur mein SUV weiterfahren kann. Man muss auf diese Kids einwirken. Und ich habe selbst Kinder und meine Kinder sagen zu mir, ey, was ihr uns da an Werten verkauft, das wollen die gar nicht haben. Das wollen die gar nicht haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen, toll, es regnet. Wir müssen gar keine Angst haben, dass uns irgendjemand bedroht. Es kommt ja kein Lastwagen, der dich abholt. Also noch ist das nicht so, ja? Und dich abtransportiert, ja? Geht auf die Straße. Ich glaube, heute ist Fußball, oder? So ein Fußballspiel heute. Ich bin sicher, da regnet es auch und es sind mehr Leute. Warum? Na, das ist Brot und Spiele. So. Und wir wissen, dass das so ist. Aber das ist der entscheidende Punkt. Lasst euch auf gar keinen Fall abturnen, sondern es muss Spaß machen, diesen, ich nenne sie mal Eltern, nachzuweisen, dass wir Kinder sind und dass die Eltern uns dauernd belügen. Wir sehen es ja gerade beim NSU-Prozess. Wann kommt der Weihnachtsmann? Wann kommt der Mann mit dem Lichtschwert? Wo ist der Fluxkompensator? Das ist ja auch alles ganz schlecht gemacht. Ja, mit solchen Drehbüchern würdest du in Hollywood nicht durchkommen. Da würde der sagen, ey, das ist nicht glaubwürdig, da gehen die Leute aus dem Kino. Ja, das ist das, was wir heute überall haben. Und deswegen, ich lese diese großen Nachrichtenmagazine, auch den Spiegel. Ich gucke mir das ZDF und das alles nur noch an, um zu lachen. Es ist lustig. Es ist nicht so, dass die lügen. Das machen die ganz geschickt. Nein, sie lassen Teile der Wahrheit weg. Damit jemand sagen kann, das stimmt ja, das stimmt nur das Datum. Das Datum stimmt. Was wir heute an politischer Berichterstattung in dieser Hauptstadt haben, das hat etwa den Mehrwert wie der Wetterbericht. Darauf kannst du die Leute nicht festklopfen. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Es reicht nicht bloß wütend zu sein und zu sagen, die sind alle scheiße. Das wissen wir schon. Ja? Man muss auch eine Anti-Scheiße sein. Ja? Das muss man sein, indem man sich nicht abtören lässt. Und ich kann nicht nur sagen, es macht riesig Spaß, diesen Nasen nachzuweisen, wie sie lügen, indem man die alternativen Personen, die es ja auch gibt, indem man die einfach einlädt, indem man die zu Wort kommen lässt und nicht bei Anne Will sagt, nur eine Viertelstunde und dann raus. Brauche ich nicht. Kennt ihr politische Talkshows? Guckt sich das noch jemand an? Immer dieselben Leute sagen immer dieselben Sachen. Alles ist immer alternativlos und die Realität ist immer genau das Gegenteil. Das ist doch jetzt nicht etwas, da muss man doch kein Journalist sein und ich könnte auch sagen, hey, heute ist der 25. Es war strahlendes Wetter. Nein, es ist kein strahlendes Wetter. Es regnet, macht mir nichts aus. Aber morgen steht in dem Wetterbericht, es war strahlendes Wetter, weil der Bericht kommt von der Bundesregierung. Ja? Das ist es so und es ist einfach nur albern, das zu machen. Und deswegen, es gibt genügend Leute, die alternativ sind. Als ich festgestellt habe, als ich mich dafür intensiv interessiert habe, dass das, was ich esse, mich krank macht, habe ich gesagt, gibt es Alternativen? Die gibt es auch in Brandenburg. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe einfach lokal die Leute unterstützt. Es reicht nicht, die Stones runterzubeten. Think Global und Aktion Local. Mach's doch einfach mal. So. Genau, ich bin jetzt 48, ich weiß genau, was ganz schwierig ist. Es ist schwierig, wenn man 48 Jahre etwas gemacht hat, das nach 48 Jahren zu ändern. Das ist das Problem. Das habe ich ja immer schon so gemacht, dann hör doch ab sofort immer damit auf. Ja? Die meisten von uns haben diesen Satz oben auf dem Kopf, den diskutiere ich ständig auch mit meiner Freundin, ja? Nämlich, das klappt bestimmt nicht. Okay, wenn wir uns an diesen Satz gewöhnt haben, dann nimmt doch einfach nur das Nicht raus, den Rest können wir behalten. Das klappt bestimmt, ja? Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich fahre auch manchmal Auto und ich weiß, dass es kein Öko-Benzin gibt. Okay, ist mir klar. Ich kann nicht sagen, wo ist denn hier das Öko-Benzin? Ich weiß, woher es kommt. Ja? Ich weiß, dass ich Kriegspolitik an der Zapfsäule betreibe. Ab und zu muss ich Auto fahren, das, weil ich habe ein Team zu transportieren. Das kann ich dann nicht machen. Aber ich rede mir das nicht schön. Ich sag, so ist es, dann fahre ich aber so wenig Auto wie möglich. Und wenn ich ein Auto fahren muss, frage ich, ist das ein Laden von Mercedes, ist das ein Rüstungskonzern, gibt es Alternativen, die sind auch scheiße, aber die sind total scheiße. Und das ist der Punkt. Der Schlüssel heute ist das Image dieser ganzen Läden. Wenn die Deutsche Bank ein schlechtes Image hat, dann lass dich doch nicht ködern, weil die dir 5% geben.
und das ist das Problem, was die meisten von uns haben. Wir diskutieren darüber, aber die Gier, ja, die wir haben oder die Gewohnheit, die wir haben, hält uns in diesen Strukturen fest, weil wir könnten sofort aufhören. Wenn wir heute alle aufhören, und zwar für immer, Produkte von Monsanto zu kaufen, ist die Firma in 2 Wochen pleite. Ja. So, es hat aber keinen Sinn, ja, zum Kanzleramt zu diskutieren und zu Frau Angela Merkel sagen, die Monsanto ist blöd und dann nimm mal was gegen die, damit ich die nicht mehr kaufen kann. Du hast doch jetzt schon die Möglichkeit, die nicht mehr zu kaufen, indem du die einfach nicht kaufst. So, ja, wie, das ist eine andere Frage, da sind wir wieder bei den Massenmedien, ja, von denen bekommen wir die Information nicht. Im Netz sich schlau machen, die Information ist ja da. Das ist anstrengend, weil man sich ändern muss. Aber anstrengend sein kann auch Spaß machen. Genau. Und da sind wir wieder beim Marketing. Mir macht es Spaß, mein bisheriges Leben zu ändern, weil ich genau weiß, es gibt diesen Schlüsselsatz und da sind wir eine neue Generation, bei der der nämlich nicht mehr gilt. Der Schlüsselsatz hieß, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Und ich sage, wenn es unseren Kindern mal so beschissen geht wie uns in unserer beschissensten Lage, dann geht es ihnen noch gut. Das ist der Punkt. Und es ist ja nicht unser Planet. Ich habe hier 48 Jahre gelebt. Ja, weiß, männlich, auf mich wurde nicht geschossen. Das Wasser kam raus, ich konnte es trinken. Damit bin ich eine Minderheit auf diesem Planeten. Okay, ich habe praktisch meinen Budget ab. Jetzt sind die anderen mal dran. So, jetzt sind mal die anderen dran, denen es nicht so gut geht. Und diese ekelhafte Raff, die kotzt mich einfach an. Die kotzt mich auch bei mir selber an. Aber ich rede es nicht um den schönen Brei. Ich sage das wenigstens, okay? Das ist der entscheidende Punkt. Man muss bei sich selber anfangen und sagen, okay, warum war ich so lange so impertinent und scheiße? Als Kind der 80er hat mich Helmut Kohl und Co. nicht interessiert. Ich wollte nur nach Italien. Das ist in Ordnung, okay? Aber das Leben besteht doch aus anderen Dingen. Und man muss seine Perspektive einfach ändern. Man muss sagen, okay, wie sieht die Sache aus? Das ist Marketing. Muss man sich selber anfangen und muss seine Nachbarn instruieren, dass sich ändern Spaß macht. Und das ist, wie gesagt, da komme ich auch schon zum Schluss, relativ früh für meine Person, ja? So, vergesst Monsanto, die Deutsche Bank, die Rüstungsindustrie, Angela Merkel. Es gibt Alternativen, ja, und schreit es einfach raus. Und wenn ihr diese Namen überhaupt hört, wenn ihr Steinmeier hört oder NSU-Prozess, dieser ganze Quatsch, der uns das ein, dann lacht darüber. Das ist das Erste, was ihr tun müsst. Ihr müsst darüber lachen, damit die merken, wir sind lächerlich wie gut. Wir sind alle, das sind die Clowns da oben. Und man darf sich das nicht mehr gefallen lassen. Man darf sich nicht mehr einschüchtern lassen durch irgendwelche... Ich merke es auch bei Polizisten. Wenn ich auf eine Demo gehe und da ist ein Polizist, der irgendein Haus beschützen will, wo der letzte Spekulant rein will, dann frage ich ihn, dann ist der Polizist nicht mein Freund. Wir sind etwa in derselben Gehaltsklasse. Ich gehe hin und frage ihn, Entschuldigung, werden Sie entsprechend bezahlt? Nee, ich würde Ihnen doppelt so viel geben. Huch, denkt er dann sofort, ja. Wir müssen aufhören, dass die Polizisten unsere Feinde sind. Eigentlich sind es unsere. Wir lassen uns nämlich korrumpieren. Wir lassen nämlich die Keile hineintreiben. Da gibt es eine Occupy-Bewegung, da kommt die Großfinanz und spendiert den Polizisten in New York neue Spitzerschutzwesten und dann wenden die sich gegen die Demonstranten. Wir müssen genau zu denen gehen, von denen man nicht erwartet, dass wir hingehen, weil es alles ein Team. Genau. Das ist der Punkt. Es gibt nur eine ganz, ganz kleine Spitze, die von oben herunter regiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Monsanto ist doch nur ein Tool für Kontrolle. Ja. Genau. Es geht nur um Kontrolle. Es gibt Kontrolle in der Hochfinanz, es gibt Kontrolle bei der Rüstungsindustrie, es gibt Kontrolle bei der Nahrungsmittelindustrie. Und das, was sie uns versprechen, ist immer das Gegenteil von dem, weil sie sich versprechen, wenn sie das versprechen. Aber versprechen kann sich jeder mal. Ja? Monsanto sorgt nicht dafür, dass es allen gut geht, sondern den ganz wenigen sehr, sehr gut und den meisten schlecht. Deswegen wurde Monsanto erfunden. Und so wird es auch eingesetzt. Die Rüstungsindustrie sorgt nicht dafür, dass überall Frieden ist, sondern dass Krieg ist, weil ohne Krieg gibt es ja keine Rüstungsindustrie. So. Und die Großbanken sind nicht dafür da, ja, um ihre Kredite zu geben. Ich frage mich, wenn Angela Merkel sagt, sie hat das Vertrauen in die Investmentbanken wiederhergestellt oder in die systemrelevanten Banken. Bei diesen systemrelevanten Banken, ja, die hatten ja nie Vertrauen in mich. Die haben mir nie ein Konto eingeräumt. Ja. Weil ich ja 15 Millionen mitbringen sollte, hatte ich nicht. Und dann möchte sie, dass diese Bank vertrauen. Ich brauche dieses Vertrauen nicht. Ja. Genau. So, und ich habe auch nicht in Angela Merkel Vertrauen. Man muss sich das mal ganz konkret anschauen. Angela Merkel kommt, glaube ich, aus dem Pastorenhaushalt und in der Bundesbank ist, das ist der Gottesstaat, Freunde. Ja. Man muss dem elementar widersprechen und sich die Frage stellen, wo setze ich an? Ich setze bei mir an und ich verlache diese ganzen Nasen. Und diese positive Stimmung packe ich in eine Aktion, indem ich sofort aufhöre, mit der Scheiße mitzumachen. Das ist anstrengend, das gebe ich zu. Und dann braucht man ein Team intern, die einem immer wieder sagen, hey, da hast du jetzt doch die falsche Möhre gekauft. Okay. Ja? Aber das ist der Anfang. Das ist praktisch eine politische Love Parade, die wir eigentlich haben. Verschanzen es sich gut gehen lassen. Deswegen, ich möchte euch ganz herzlich Glück wünschen, dass ihr trotzdem beschissenen Wetters, das ist der deutsche Sommer, präsentiert vom Wetteramt, dass ihr trotzdem hier seid und dass ihr euch nicht entmutigen lasst, auch wenn wir nur ein paar wenige sind. Hört einfach auf mitzumachen, auch bei euch selber und findet keine dämlichen Ausreden. Ihr müsst bei euch selber an die Nase fassen und konsumiert ruhig die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch alternative Medien und hinterfragt die ganze Scheiße. Und steigt aus den Systemen aus, aus denen ihr aussteigen könnt. Ihr könnt aussteigen bei der Deutschen Bank, ihr könnt aussteigen bei der Atomindustrie, ihr könnt aussteigen bei Monsanto. Und diskutiert nicht über NATO-Politik, die ihr nicht ändern könnt und fangt erst dann an, euch zu ändern, wenn die Politik ändert.
geändert werden kann. Ändert das, was ihr ändern könnt. Und das ist am Alltag viel mehr. Viel mehr, als was euch irgendjemand verspricht. Ja? Und überlegt euch ganz genau am 23. September, auf wen ihr reinfallt. Überlegt es euch ganz, ganz genau, okay? Und kommt weg von dieser Analphabetendemokratie, alle 4 Jahre im Kreuz und sonst nichts machen, ja? Das braucht kein Mensch. Berlin ist eine Frontstadt, da waren die Leute immer hellwach. Und Berlin, das liebe ich an Berlin, quatscht ja auch jedem dazwischen. Quatscht doch mal in euer eigenes Leben dazwischen und lasst euch nicht immer dazwischen quatschen von irgendwelchen Leuten, die euer Leben gar nicht kennen. So, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich sag doch mal diesen schrecklichen Namen und wir lachen alle, dann kann es von mir aus losgehen. Monsanto! So, vielen Dank. Ich möchte nur ganz kurz was sagen, weil ich bin zu nass. Ich habe gerade mit vielen Leuten hier auf dem Weg nach vorne gesprochen und habe versucht, meine Stimme dabei nicht zu ruinieren. Da habe ich dann von dem einen oder anderen gehört, ja, schade, dass wir so wenig sind. Ich finde nicht, dass wir so wenig sind. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die erste Love Parade, da war ich nämlich auch dabei. Und da ist ja dann richtig was draus geworden, oder, Freunde? Da gibt es mal... Selbst ein Applaus, weil bei der Techno-Bewegung sagt man immer bösartig, dass die Techno-Bewegung die einzige Bewegung ist, die aus der Bewegung nichts hinterlassen hat. Vielleicht ist es ja bei dieser Bewegung anders, wo ein bisschen Spirit ankommt, wo die Leute etwas verstanden haben. Wir stehen hier schräg gegenüber vom Kanzleramt, aber das Kanzleramt ist nur deswegen ein Kanzleramt, weil wir das für ein Kanzleramt halten. Das könnte auch etwas ganz anderes sein. Morgen könnte das mal sein, eine Fahrradstation, wo man Fahrräder auslegen kann und Angela Merkel steht dort. Das heißt, das steht und fällt mit dem, was wir glauben, was das ist das ja oft eben nicht. Also am 23. September ist Wahl und da müssen wir uns die Frage stellen, wen wir wählen, ob wir überhaupt wählen oder ob wir nicht jetzt schon mit der Wahl anfangen können, indem wir die Dinge, die uns nicht gefallen, einfach nicht wählen. Das kann man jeden Tag tun, indem man in den richtigen Supermarkt geht und die richtigen Dinge konsumiert oder eben nicht konsumiert. Ich glaube auch, dass das, was ich gesagt habe, nichts Neues ist. Journalisten sollten ja eigentlich dafür da sein, ich bin einer, Reporter, sind ja eigentlich dafür da, komplizierte Dinge so zu erklären, also so einfach zu erklären, dass sie jeder versteht. Heute ist es so, dass wir das gerne so machen, dass wir ganz, ganz einfache Dinge so kompliziert erklären, dass sie niemand versteht, damit die Journalisten und die Politiker quasi das sind, dass wir von ihnen abhängig sind, dass wir glauben, wir brauchen die, damit die uns die Welt erklären. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen solche Politiker nicht. Wir brauchen auch solche Reporter eigentlich nicht. Wir brauchen auch nicht solche Journalisten, die uns quasi die Welt verdrehen, um uns in Abhängigkeiten zu treiben. Ich lehne das ab. Ich gehöre nicht mehr zu diesen Leuten dazu. Ich muss sagen, es ist auch nicht so, dass ich nicht mehr dazu gehöre. Ich habe nie dazu gehört. Ich verstehe nicht, was diese Menschen machen. Es wäre mir auch furchtbar langweilig, mir einen Text vorlegen zu lassen mit dem Inhalt schon. Ich darf dann in eigenen Worten die Leute belügen. Ist einfach langweilig auch. Ja, bin ich nicht bereit. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, weil ich immer wieder auf die Soziologie komme und immer wieder auch auf die Massentechnologie komme, also die Kommunikationstechnologie. Wir sind vernetzt durch das Internet. Nutzt das Netz, vernetzt euch. Denn nur wenn wir es kollektiv machen, haben wir überhaupt eine Chance. Ne? Das muss jeder verstehen. Ja? So. Das heißt, das, was früher nicht da war, dass nämlich die Massenmedien kontrolliert wurden durch einige wenige, diese Pyramidenkommunikation, das ist hier weg. Jeder kann kommunizieren, das war anders gedacht. Julian Assange war nicht geplant, es ist eine Panne, die aber nicht mehr rauskommt aus dem Netz. Werdet alle selber Julian Assange. Hier sind sehr viele Mobilkameras auf mich gerichtet, Mobiltelefone auf mich gerichtet. Ihr seid alle Reporter, stellt es ins Netz. Und wir haben es gesehen bei Karl Theodor, alle zusammen können wir eine Menge erreichen. Sogar Minister müssen gehen. Wir müssen das viel stärker machen. Also bringt euch ein, macht ein bisschen Attacke. Vielleicht zu dem, es hat überhaupt keinen Wert, gegen Monsanto zu sein, wenn man weiter für Bayer oder DuPont ist. Das bringt überhaupt nichts, ja? Man muss das verstehen. Also wir machen gerade eine Demo gegen Monsanto, aber das ist verkappt eine für DuPont und für Bayer. Wir müssen verstehen, dass es um ein Gesamtsystem ist. Auch Monsanto ist nur ein Symbol. Wir müssen also anfangen, uns wieder für unser eigenes Leben zu interessieren und damit auseinanderzusetzen. Das kann Angela Merkel nämlich gar nicht tun. Es ist falsch, Angela Merkel oder ihren Freunden da draußen die Schuld zu geben. Diese Schuld, die Angela Merkel hat oder eine ihrer Minister, das hat auch eine Funktion. Denn solange Angela Merkel schuld ist, sind wir alle unschuldig. Das ist die soziale Funktion. Das sind wir nicht. Sind wir nicht? Wir sind alle, nein. Wir sind alle schuldig, weil wir das ja zulassen. Angela Merkel kann nicht unser Leben bestimmen. Das machen wir nur selber. Ja? Und ich sage immer, wenn Angela Merkel plötzlich Monsanto verbieten würde, es gäbe keine Monsanto-Produkte mehr in Deutschland, dann würde jeder Einzelne was tun? Er würde keine Monsanto-Produkte mehr essen. Das wäre aber dasselbe, was er tun würde ohne die Entscheidung von Angela Merkel. Das heißt, er würde ja nicht für 2 Leute keine Monsanto-Produkte mehr essen, sondern er würde nur für sich keine Monsanto-Produkte mehr essen. Ich brauche also nicht die Entscheidung von Angela Merkel. Ich konsumiere die Scheiße nicht. Genau! So, das muss man verstehen.
verstehen. Und die Angst ist eigentlich immer nur, dass man der Erste ist, und dann muss man sich in der Firma erklären, was man denn jetzt ist. Bist du Veganer? Bist du Vegetarier? Was weiß ich nicht. Weiß ich, was ich sein soll. Mich werden auch immer gefragt, auf welcher Seite ich stehe. Ich sage, Entschuldigung, auf einer Kugel ist ja die Erde, kann man gar keine Seite haben. Was willst du denn von mir eigentlich? Ja? Ich habe auch keine Lust, mich ständig gegen eine Religion aufhetzen zu lassen, die ich gar nicht kenne. Ich habe auch keinen Bock mehr, Bomben auf Leute, ja. Ich habe auch keinen Bock mehr, auf Menschen auf Bomben werfen zu lassen, die ich gar nicht kenne. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, für die allgemeine Sicherheit. Ich finde nicht, dass die Sicherheit in Deutschland am Hindukusch verteidigt wird. Man muss sich das mal vorstellen, jemand käme aus Kabul und würde die Sicherheit von Kabul in Bayern verteidigen. Das ist absurd, ja. Und deswegen ist es, wenn jemand so etwas sagt, muss man sagen, oh, der Mann braucht dringend ärztliche Hilfe. Ja? Und das ist das, was wir heute haben. Wir müssen uns das mal so, ein Spitzenpolitiker hat gar nicht die Zeit, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Angela Merkel weiß morgens, wenn sie aufsteht, gar nicht, welche Meinung sie hat. Die bekommt sie im Dienstwagen dann angeboten. Sie ist praktisch eine Art George Clooney. Das ist ja gar nicht ihr Text. Es wäre also völlig falsch rum und unfair zu Angela Merkel, was sie dauernd sagt. Frau Merkel sagt nur das Drehbuch eines anderen Regisseurs. Wir müssen an die Studios ran. Ja? Genau. Wir brauchen auch nicht diese Drehbuchschreiber. Wir müssen unser eigenes Leben wieder drehen. Gerade indem wir es umdrehen, indem wir nicht in diese Kinos gehen. Und das hat mit Angst zu tun. Ja? Kennen wir das? Wenn du morgen mit dem Flugzeug abstürzt, wirst du und überlebst, dann wirst du dich wundern, was du alles kannst. Du kannst eine ganze Menge tun, ja? Aber warum machen das Menschen immer nur über einen Schicksalsschlag oder wenn es nicht mehr weitergeht? Hör einfach auf! Hör einfach mal auf, komm zur Ruhe, mach die Dinge anders, ja? Und ein letztes Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe Höhenangst, ja? Ich mag es nicht, von diesem Lastwagen zu springen. Würde ich nicht machen, kann ich mich verletzen. Aber in meinem Job habe ich oft damit zu tun, anderen Menschen Ängste zu nehmen. Das bedeutet für mich, ich muss mich oft der Situation stellen. Das heißt, ich, jemand, der eigentlich Höhenangst hat, habe meinen Fallschirmschein gemacht. Bin also Fallschirmspringer, ja? Das bedeutet, ich habe 48 Jahre lang gelernt, dass es keine gute Idee ist, aus 1,20 oder 3,50 oder 7,12 zu springen, und dann springe ich aus 4 Kilometer Höhe, und nach dem dritten Mal ist es das Normalste der Welt. Und was heißt das? Wenn das möglich ist, dann ist viel mehr möglich. Ja? Ich kann die Angst überwinden, indem ich mich der Angst stelle, indem ich lerne, wie ein Fallschirm funktioniert, mich mit Aerodynamik auseinandersetze, und dann kann ich heil landen. Und das bedeutet, dass wir müssen keine Angst davor haben, was die letzten 40 Jahre nicht komisch gelaufen ist. Die Dinge können auch ganz anders laufen. Wir müssen anfangen, aus diesem System herauszuspringen. Das ist ein Flugzeug. Und da müssen wir rausspringen. Und dann geht der Schirm auf und dann geht es irgendwie weiter. Und das muss man selber tun. Denn diesen Entschluss, aus der Maschine auszusteigen, den macht nicht dein Fluglehrer für dich. Das musst du selber tun. Und wenn du das mal gemacht hast, dann fragst du dich draußen schon, Entschuldigung, was mache ich hier? 300 km/h auf dem Weg da unten, das kann ich überleben. Aber nach dem dritten Mal wird es das Selbstverständliche der Welt. Und das wiederhole ich nochmal. Wenn es möglich ist, eine Urangst, eine intuitive Angst zu überwinden, dann ist es doch möglich, die richtigen Produkte zu kaufen oder die falschen zu meiden. Das ist doch albern dagegen. Ja? Und das ist etwas, was ich nur sagen möchte. Wir haben ja die Intuition, die ist ja in uns angelegt, die Intuition, was richtig ist. Wir haben die Intuition für was richtig und falsch ist. Wir sind damit alle Menschenrechtler. Ich muss mir das nicht von jemandem erklären lassen, dass ich für die Menschenrechte sein kann, nur nicht, wenn sie in Palästina mit Füßen getreten werden. Nein! Verstehst du? Ich sage, Apartheidstaat ist Apartheidstaat, da bin ich dagegen, egal wo! Ja, und ich will auch keine Waffen exportiert werden in wirkliche Systeme, die genauso totalitär sind, aber die besseren totalitären Systeme. Und mir steht auch nicht dazu, eine Exilregierung zu stützen, um Syrien zu stürzen. Wohin denn? Ja? Habe ich in Deutschland keine Probleme, dass ich mich um Syrien kümmern muss? Was soll denn das? Ja? Wir haben doch hier genügend andere Probleme. Unsere Art, uns einzumischen, ist einfach Kolonialpolitik. Und das, was wir mit Monsanto erleben, ist Kolonialpolitik. Es geht darum, dass ganz, ganz wenige, ganz viele Leute unterdrücken. Es geht um Kontrolle. Ja? Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es sind ganz wenige, die kontrollieren, aber es sind ganz, ganz viele Leute, die sich kontrollieren lassen aus reiner Bequemlichkeit. Das Problem liegt hier bei uns, weil wir hier rumstehen und sonst nichts tun. So, das ist die erste Love Parade für uns mit einem intellektuellen Ansatz. Wir müssen einfach aufhören, das zu machen. Und wenn Dr. Motte es schaffen kann, in ein paar Jahren das Million zu ihm sprechen, ja? Und der Einsatz von irgendwelchen LSD, kein Problem damit. Nehmt das, wenn ihr Bock drauf habt. Ich brauche das nicht, ja? Aber dann können wir doch mal in der Lage sein, sagen, wir wollen eine andere Republik. Dann machen wir die doch einfach. Wir machen eine andere Republik, wir machen nämlich mehr mit. Das ist das Erste. Nicht mehr mitmachen. Ja? Und die Freunde, die hier rumstehen, ja, in Grün, das sind unsere Homies-Freunde. Wir haben die nämlich bezahlt. Das sind meine Beamten, die habe ich bezahlt, damit die mich schützen. Und zwar vor Angela Merkel und ihren komischen Freunden. Das sind meine Polizisten, das sind meine Freunde. Ja? Deswegen geht hin zu ihnen, umarmt sie. Das sind unsere Beamte. Die haben genauso Kinder. Die haben auch keinen Bock auf den Scheiß. Ja? Und er meinte, dass unsere Soldaten Bock haben auf den Hindukusch, dass man sie dort mit deutschen Waffen beschießt. Auch nicht. So, das ist... Das ist
ist nämlich der Feind, der aufgebaut wird. Die anderen, es gibt keine anderen. Wir sind alle anders. Wir sind alle anders. Ja? Und die brauchen auch keine gleichen Tomaten und gleiche Menschen und das gleiche Denken und die gleichen Parteien und die gleichen Ziele und diese komische Demokratie, die wir auch nicht brauchen. Die wir irgendwo hin exportieren, damit die nach unserem Gusto glücklich werden. Nein! Die sollen so leben, wie sie wollen. Ja? Wir würden doch hier auch nicht irgendeinen anderen Staat aufbauen, weil das irgendein Mullah möchte. Aber die sollen nach unserem System leben. Lass die doch in Ruhe! Ja, lass die anderen Länder in Ruhe, ich brauche nicht diese, wenn ich nicht wissen will, was Angela Merkel denkt, oder muss ich im State Department anrufen, dann brauche ich auch Angela Merkel nicht, das ist viel zu teuer. Ja, und das ist der Punkt, ich meine, wohin du gehst, du darfst das nicht verwechseln, es sind nicht die Amerikaner, es sind nicht die Griechen, es sind immer nur die Regierungen, die von irgendwelchen Lobbys gestellt werden, weil wir sind alle im selben Team. Ja, und dieses Gefasel, wenn der Euro kaputt geht, dann geht Europa kaputt, als wenn es vor dem Euro keinen gemeinsamen Gedanken gegeben hätte, ist doch absurd. Das ist ja kaputt. Ja, ich dachte, da gibt es die Griechen, die Demokratie irgendwie erfunden. Jetzt sind die plötzlich faul. Ja? Die Spanier machen auch nichts. Die Italiener wollen auch da raus. Woraus denn? Die wollen raus aus der Fremdbestimmung, dass einige wenige Banken uns erklären, wie wir glücklich zu sein haben mit ihrem Geld, damit wir die Banken brauchen. Ich kenne keine systemrelevanten Banken. Die einzig systemrelevante Bank, die ich kenne, ist eine Parkbank. Das ist das, was ich sagen möchte, aber ich erzähle auch nichts Neues. Und das Problem ist, wenn ihr am 23. wieder hingeht und denkt, dass die eure Probleme lösen, es werden doch nicht die Leute eure Probleme lösen, die auf Probleme angewiesen sind, um euch zu beherrschen. Das ist doch Quatsch. Ja? Das sind doch genau die Leute, die Probleme brauchen, damit sie die Lösung anbieten kommen, die dann aber nie kommt. Es ist wie mit dem neuen iPhone, kaum ausgepackt, gibt es bereits ein Update. Ja? Nee, das müsst ihr einfach mal verstehen, das ist doch alles lustig. Ja? Und deswegen kann ich nur sagen, der Schlüssel liegt im Marketing. Was hat Red Bull und Apple richtig gemacht? Ihr kennt sie, auch wenn ihr sie nicht benutzt. Aber ihr kennt eure eigenen Ideen nicht, ihr kennt nur die Ideen der falschen Leute und diskutiert darüber, wie doof die eigentlich sind. Hört doch auf damit, ja? Kümmert euch um euer eigenes Zeug und kauft diese Scheiße nicht, die man euch anbietet. Niemand zwingt euch, Monsanto-Produkte zu kaufen. Nein, niemand zwingt euch auch, die richtige Partei zu wählen. Es gibt gar keine richtige Partei. Es gibt immer das geringere Übel. Ja? Das ist, ich sage immer das tolle Beispiel, wenn du den Italiener in deiner Straße retten willst, macht man die alle 4 Jahre weiß, musst du zu McDonald's oder Burger King gehen. Dann kannst du den Italiener retten in deiner Straße. Wenn du den retten willst, dann geh das ganze Jahr zu deinem Italiener und nie zu Burger King und nie zu McDonald's. Damit rettest du deinen Italiener. Wenn es so einfach wäre, es ist ja so einfach, das ist ja der Trick. Der Trick ist, dir zu erklären, dass es kompliziert ist, damit Angela Merkel mir was erklärt. Egal, worum ich für Angela Merkel antritt, das weiß ich besser, weil ich habe ja viel mehr Zeit dafür, um mich zu informieren. Die Zeit hat Angela Merkel ja gar nicht und die habt ihr auch, okay? Ich höre dann immer, kenn das, was du sagst, sage ich auch. Hör auf, das zu sagen, was ich sage. Sage dein eigenes Zeug. Ja? Oder ich schließe mich deiner Meinung an. Hör auf, dich meiner Meinung anzuschließen. Entwickel deine eigene Meinung. Ja? Das ist der Punkt. Und wir sind alle Menschen, wir sind neugierig, aber Neugier muss man wecken. Sie schläft nämlich und das ist Absicht. Das ist der Punkt. Guckt euch diese Gebäude hier an, das ist Einschüchterungsarchitektur. Ja? Warum sind Leute, die sich für mich einsetzen, warum reden die immer von oben nach unten runter? Das ist doch nicht auf Augenhöhe. Warum muss ich immer zu Leuten aufblicken? Was ist da eigentlich die soziale Komponente? Und das ist der Punkt. Es geht um Macht und Struktur. Ihr müsst das aber erst anerkennen, sonst funktioniert das gar nicht. Und deswegen sage ich zu euch, werdet wie eure eigenen Kinder. Eure Kinder werden irgendwann alt genug und dann ziehen die aus. Und trotzdem legt mir meine Mutter, was weiß ich, in ihrem Alter immer noch die Klamotten raus und fragt, Kind, bist du warm angezogen? Aber ich erkenne, dass es eine Mutter ist und ich bin zwischen selber erwachsen. Ich werde immer ihr Kind bleiben. Aber ich mache nicht mehr, was meine Mutter zu mir sagt, obwohl sie es gut mit mir meint. Weil ich weiß selber, was für mich gut ist. Ja? Und das ist gar keine Politik gegen meine Mutter. Es ist eine Politik für meine Kinder. So, und deswegen lasst die Mutti, die da drüben arbeitet, die müsst ihr endlich mal freilassen, ja? Wenn ihr sie wieder wählen solltet, das ist eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Angela Merkel hat das Recht, endlich mal frei zu haben, ihre ganzen Minister auch. Ja, ihr neuer, was ich, Verteidigungsminister mit seinen Superdrohnen. Wozu Eurodrohnen über Europa? Wen sollen die eigentlich beschießen? Ja. Griechen oder wen oder was? Ja, oder vielleicht irgendwelche Italiener, die hierher wollen. Für wen sind denn Eurodrohnen? Wird das das neue Pakistan hier? Was soll das werden? Ich habe keine Lust, das mehr mitzufinanzieren. Und ich habe das Recht, das zu sagen. Warum? Weil ich GEZ-Gebühren zahlen muss. Und wenn das, was ich sage, ja, ich bin der Programmdirektor und ich weiß, wie es in der GEZ-Zentrale aussieht. Da gibt es wirklich für jede Splittergruppe eine Lobbygruppe, nur nicht für den GEZ-Gebührenzahler. Und deswegen müssen wir es unsere eigene Kamera sagen und ins Internet stellen, weil die Kollegen in den Medienhäusern glauben, das Internet ist der Underground. Darüber lachen wir doch nochmal, oder? Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen wie die Kutschenhersteller, die ja dachten, als die ersten Autos kamen, das sei nur vorübergehend. Freunde, das Internet ist nicht vorübergehend. Ihr geht langsam vorüber und das ist auch gut so. Ja? Und unsere Kinder
Ende werden wir später fragen, wie war das denn, Papi? Du hast immer das Auslandsjournal angeguckt, du hast darüber gelacht, du bist trotzdem hingegangen in deinen Job. Mich hat man gefragt, hey Ken, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist so einfach, Freunde. Ihr müsst gar nicht wissen, was ihr tun müsst. Ihr müsst nur wissen, was ihr lassen müsst. Das ist ganz einfach. Bleibt man alle zusammen einen Monat zu Hause und das gesamte System ist kaputt? Ja! Ihr müsst nur einfach einen Monat zu Hause bleiben. Was, wer will euch denn feuern? Ist doch gar keiner mehr da, der euch feuern kann. Der ist ja auch nicht da. Der ist ja auch nicht mehr da. Wer will euch denn entlassen? Die Polizei oder wer? Der ist ja auch nicht mehr da. Sind alle zu Hause geblieben. Ja? Bleibt mal alle zu Hause, meldet euch mal alle krank. Aber bei wem? Die Krankenkasse ist auch zu Hause geblieben. Es ist ganz einfach. Wenn das alle machen würden, dann hätten diese ganzen Figuren überhaupt keine Funktion mehr. Und das ist eine Funktion nur in eurem Kopf. Solange ich an den Weihnachtsmann glaube, gibt es ihn. Und wenn ihr nicht mehr dran glaubt, dann müsst ihr euch die Geschenke selber kaufen. Das war's aber auch schon. Das ist der Unterschied. Okay? Das ist Demokratie. Demokratie heißt für sich selbst die Verantwortung übernehmen und sie nicht jemandem übergeben. Das machen wir alle 4 Jahre. Und dazwischen machen wir nichts. Und damit müssen wir aufhören. Entlasst diese Minister endlich in ihre Kernfreizeit. Damit die sich mal an der Basis schlau machen können. Fragt doch mal Angela Merkel ihren Dienstwagen. Wo wird er betankt? Vorne, hinten, rechts? Das weiß sie noch gar nicht. Sie hat noch nie betankt. Sie weiß nicht, was ein Liter Milch kostet. Sie kauft ihn gar nicht ein. Die Zeit hat sie auch gar nicht. Gebt Angela Merkel ihren Kollegen die freie Zeit, damit die sich von ihren eigenen Gesetzen erholen können. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ihr müsst, ich sag's nochmal, Monsanto als System, ihr müsst darüber lachen, damit ihr anfangen. Ich sag mal Monsanto, ihr lacht, Monsanto! Nochmal, sag viel zu leise, Monsanto! Das muss im Grunde der Abschluss eines jeden Witzes sein, wenn irgendjemand nicht witzig ist, sagt einfach nur Monsanto! Und deswegen, das ist das, was ich zu sagen habe. Es ist nichts Neues. Ich kann es vielleicht etwas schneller formulieren. Das war's aber auch schon. Ja? Also, ich bleibe auch nicht einer von euch, weil es gibt kein euch. Es gibt kein uns. Es gibt nur jeder für sich und alle zusammen. Das ist das. Lasst euch nicht auseinander definieren. Ja? Und hinterfragt die Systeme. Hinterfragt, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es läuft. Aber ich probiere es aus. Okay? Ich bin auch nur ein Suchender. Auch nur jemand, der etwas ausprobiert. Und ich habe es satt. Ich habe es satt, dass man mich ständig belügt und für dumm verkauft. Das, was mich wirklich stört. Ich sage nicht, dass Politiker alles besser wissen müssen. Was mich ankommt, ist, sie wissen es nicht besser, aber sie tun so und denken, ich bin so blöd, dass ich das glaube. Sehe ich aus, als wäre ich blöd? Nee, bin ich nicht. Ihr seid auch nicht blöd, okay? Guckt in den Spiegel und fragt euch jeden Morgen, bin ich so blöd, dass ich irgendein Update brauche von Klaus Kleber? Nee, Klaus Kleber brauche ich nicht und ich brauche auch keinen Regierungssprecher vom ZDF, der später Intendant wird beim BR und sich für unabhängig hält. Das ist doch albern! Ich meine, das ist doch Quatsch. Wer da noch hingeht, muss sich nicht wundern. Du kannst doch nicht in den Film gehen, was ich mit Bruce Willis und sagen, das ist unrealistisch. Das weißt du doch, oder? Also, und Bruce Willis weiß es auch, okay? Geht nicht mehr in diesen Film, der ist echt langweilig. Fangt euren eigenen Film an. Vielen Dank. Yeah.